Hallo und herzlich willkommen zu SimCity Folge 48. Tja, nach den etwas größeren Umbaumaßnahmen in der letzten Folge wird es auch in dieser Folge weitergehen mit Optimierungen im Stadtbild. Und möglicherweise werde ich mich sogar vom verbesserten Kohlebergwerk verabschieden. Und der schöne Platz, der dann frei wird, ermöglicht uns wieder so einiges an Verbesserung. Wahrscheinlich kann ich dann sogar auch bei der Metallzentrale auf den Anbau verzichten, der dieses verbesserte Kohlebergwerk überhaupt erst möglich gemacht hat. Also ist dort dann auch schon wieder ein bisschen Platz für, entweder Wohnungen oder Geschäftsgebiete. Und deswegen gibt es hier nochmal zu Anfang eine Kamerafahrt am verbesserten Kohlebergwerk, weil das heute doch vermutlich schon aus dem Stadtbild verschwinden wird. Ja, soweit eigentlich der Plan. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Denn die Vorräte sind doch schon ziemlich runtergegangen in den letzten Folgen. Und wer weiß, im nächsten Teil sind es vielleicht nur noch knapp bei 100 Tonnen. Ja, und einer der weiteren Pläne beinhaltet ja, dass aus der Hauptstraße eine Hauptstraße mit Straßenbahnnetz gemacht wird. Und ja, da brauchen wir auf jeden Fall den Platz, weil wir dann schließlich ein Depot für die Straßenbahn benötigen. So, ansonsten, gibt es hier immer noch, der ständige Mangel an Arbeitern. So, was macht denn die Zufriedenheit? 81%, war auch schon mal besser. Aber ich kann ja mal die Steuern alle unter 10% setzen. Und mal schauen, wie sich das auf die Stadtkasse so auswirkt. Gut, dann geht's einfach mal los. Verbessertes Bergwerk weg und... Obwohl, ich kann die ja noch ein bisschen abbauen lassen. Dann, upgrade ich erstmal die Hauptstraße. In eine Hauptstraße mit... Oh, die hat ja noch gar keine hohe Dichte gehabt, aber war ja auch hier vorn gar nicht so erforderlich. Na gut, dann werden die Fabriken dann hier vermutlich aufsteigen. Naja, gut. Muss ja sowieso irgendwann passieren. Und hier sieht man wunderbar in den Morgenstunden, was doch für ein Stau auf den Straßen herrscht. So, dieses kleine Teilstückchen dazwischen darf man natürlich nicht vergessen. Huch, Moment. Auch noch keine hohe Dichte gehabt. Ich glaube, am grünen Streifen erkennt man ja, dass die noch keine hohe Dichte hatten. Also einfach maximal ausbauen. So, was ist hier jetzt los? So, da sieht man sehr schön, wie gleich die Gleise für die Straßenbahn erscheinen. So, hier hinten auch. Eine Stufe höher natürlich. Ja, das klappt doch wunderbar, das Upgraden. So, warum ist das denn hier so ein bisschen zähflüssig jetzt gerade? Oder kommt mir das nur so vor? Hier hinten ist ja auch noch einiges an großen Straßen. Und hier. Ja, das wird doch ein gut ausgebautes Straßenbahnnetz werden.
Ja, sehr gut. Sogar hier hinten rum. Also ist doch perfekt. So, und bevor wir die Aktion machen mit dem verbesserten Kohlebergwerk, da hat das, also wie gesagt, das kann noch kurz warten und in der Zeit... Oh, nicht genehmigt. Nanu, was ist denn hier los? Ach so, ich brauche doch erst das Straßenbahndepot, bevor ich die Haltestellen setzen kann. Also brauche ich Platz für das Straßenbahndepot. Eieiei. Oder ich mach's. Mann, immer diese Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Na gut, hier scheint angeblich das noch eine Weile zu reichen. Dann lassen wir die nochmal weiter abbauen hier. Ja, die Häuschen möchte ich auch nicht unbedingt wegreißen. Wohl, was ist denn hier eigentlich für ein... Ach, das Schild der Schmelzhütte. Das mache ich mal weg. Vielleicht entstehen dann dort noch ein paar Wohnungen. Machen wir es mal einfach hier drüben hin. So, dann müsste jetzt hier vorne genau noch ein bisschen Platz geworden sein für die Wohnungen. Also tut sich da eventuell auch noch was. Ja, ich könnte natürlich das Straßenbahndepot... Nee, hier hinten hat das keinen Sinn. Da sind dann die gehobenen Einkommensschichten bestimmt sehr verärgert. Also, naja. Kurz überlegen. Es gibt eigentlich nichts zu überlegen. Wie gesagt, morgen sind es vielleicht nur noch 120. Alles klar, der Abriss. So, versuchen wir das mal in eine Großaufnahme zu machen. Verlassenes Gebäude, war ja auch noch, stimmt. Ja, das war noch eine ordentliche Staubwolke. Ist doch wunderschön, wie da gleich wieder Bauland frei geworden ist. Tja, so. Ach ja, die... Obwohl, nee, ich glaube, das ist jetzt nicht so weiter kritisch, wo man die hinsetzt. Aber vielleicht sollte es doch nicht direkt an einer Kreuzung sein. Weiß auch nicht. Ja, es ist, stimmt, es fahren ja auch Fahrzeuge. Na, es ist natürlich wieder, wenn hier vorne diese Fabrikgebäude sich zu einem riesigen zusammenschließen, ja, dann ist entweder Platz dazwischen, ach, naja, ist auch egal. Wenn, dann setze ich einfach das Depot neu. Ich setze es jetzt mal, Moment, also wenn ich mir so einen riesen Fabrikklotz vorstelle, wie zum Beispiel den hier, dann, naja, wenn man mal so schaut von der Breite her, Moment, machen wir gleich mal hier, klar, Schiff. Naja, von der Breite her könnte das einfach hinkommen. Gut, dann passt das. Also, Straßenbahndepot. Haltestellen verfügbar. Gut. Naja, ich weiß nicht, also das Depot selber scheint ja so direkt keine Abdeckung zu erzeugen. Also kein Grün zu sehen. Dann gibt es einfach mal hier eine Haltestelle. Hier. Hier. Ja,
Ja, hier auch. Die fahren ja, also die dürften ja den normalen Straßenverkehr nicht behindern. Glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Also können wir das ruhig richtig frisch grün abdecken. Naja. So. Naja, übermäßig grün muss es vielleicht auch nicht sein. Oh, in der Kurve eine Straßenbahnhaltestelle. Machen wir mal so leicht in der Kurve. Gut, weiter geht's. Ja, da auch noch eine. Mal so. Gut, hier, ah ja, hier ist ja auch noch. Damit aus dem Wohnviertel hier alles vernünftig erreicht werden kann, gibt es hier auch noch eine. Und die möglicherweise vorerst letzte kommt. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt will ich jetzt etwa 50 Euro pro Stunde, 50 Simoleons pro Stunde einsparen, keine Ahnung. Dann machen wir hier einfach noch eine saftige Abdeckung. Und dann passt das schon. Genau, vorm Rathaus eine Straßenbahnhaltestelle. Damit die Bevölkerung. So, ich glaube, eine fährt sowieso standardmäßig. Hm, kann das sein? Und dann bauen wir die Kiste jetzt mal noch maximal aus. Damit das alles vernünftig läuft hier. Hm. Naja, ist doch gar nicht mal so schlecht. Ah, die Schildposition ist auch mal sehr schön. Nimmt nicht so viel Platz an der Straße weg. Und falls es später um Zentimeter geht, reiße ich es einfach wieder ab. Ja, ist ja wunderbar. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Gut. Naja. So, was ist hier bei der Andacht los? Gut, ist fast, ja, hat sie rumgesprochen. Wird immer besser besucht. Komischerweise von 20 bis 22 Uhr war gestern noch keiner. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Mal schauen. So, naja, was machen wir denn dann gleich hier vorne noch hin? Da können wir doch noch irgendwelche Flächen ausweisen. Ich schätze mal, die... Oh, die Grundstückspreise sind nicht allzu gigantisch. Da gibt es wieder etwas Natur. So, nehmen wir mal diesen preisgünstigen Streifen Natur. Mhm. Ja, lassen wir das mal so. Und dann, achso, Gewerbegebiete ist natürlich auch noch ein bisschen nachgefragt. Dann machen wir mal einfach hier. Oder ich weiß nicht, hat das einen Sinn? Einmal Gewerbegebiete und... So, dazwischen ein bisschen Wohngebiete. Naja, ist doch... nicht schlecht, sage ich mal so. Wunderbar, dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen, die natürlich mit einer Kamerafahrt an dem neuen Depot entlang, ja, beendet wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst.